Volumen ist das Thema. Wir haben das Haar optimal vorbereitet, wir haben es gewaschen, wir haben es gepflegt, jetzt kommt das Styling. Das ist der Punkt, wo es drauf ankommt. Wir möchten ein modernes Volumen erzeugen. Das ist kein Volumen mehr, wie man das von früher kennt, wo wir so statische Looks hatten, die sich nicht bewegen ließen, so Betonfrisuren. Jetzt geht es halt darum, wirklich ein modernes, volles, kräftiges, gesund aussehendes Haar zu haben. Das bekommen wir am besten hin, indem wir zwei Produkte benutzen. Eins für die Haaransätze und eins für die Längen, um die Bedürfnisse optimal abzudecken. Nehmen wir für den Ansatz das Rootful Nummer 6. Hat einen mittleren Halt, lässt sich super auf den Ansatz draufsprühen, hat hier vorne so eine Düse dran, hat einen ganz, ganz feinen Zerstäuber, man kann das vielleicht so sehen. Das lässt sich halt super auf dem Ansatz verteilen. Ich gehe da ganz easy durch, mache mit dem Finger einen Scheitel. Das kann man super zu Hause machen, sprüh drauf. Dann ganz besonders wichtig hier nochmal, das ist da, wo wir besonders viel Volumen haben wollen, im hinteren Bereich. Und durch den feinen Nebel kommt es trotzdem überall hin. Für die Längen die Thickening Lotion, auch ein mittlerer Halt, wird auch nicht so, das wird nicht so fest beim Föhnen, dass man mit der Bürste nicht durchkommt, sondern es ist ein ganz angenehmes, lockeres Gefühl beim Föhnen. Eine ganz, ganz kleine Menge in die Hand nehmen, locker verteilen in der Hand und dann einmal ganz leicht durchs Haar durchgehen und dann kann es im Prinzip mit dem Föhnen auch schon losgehen. Ja. Wie man jetzt schon ganz gut sehen kann, haben wir jetzt schon viel Volumen drin und ich habe noch gar nicht mit einer Rundbürste geföhnt. Ich habe im Prinzip nur das Produkt erstmal ein bisschen wirken lassen. Das ist ein Look, wo ich schon fast sagen würde, so, okay, wenn es jetzt so ein bisschen locker ist, dann kann man schon fast so lassen. Aber wir wollen halt ein bisschen mehr Drama jetzt auch noch drin haben, deswegen gehen wir nochmal mit der Rundbürste drüber, um das Ganze so ein bisschen feiner, schöner noch zu machen. Und ich glaube, das ist ein ganz cooler Look, oder?